sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte kurz begründen, warum wir diesen Akteneinsichtsausschuss beantragen. Hintergrund ist, dass Herr Oberbürgermeister Geselle ja auch in der Stadtverordnetenversammlung und auch in der Bürgerversammlung zur Markthalle gesagt hat, dass die Fraktionen die Möglichkeit haben, die Akten zur Markthalle einzusehen. Und ja auch darauf hingewiesen hatte, dass vor dem Grundstücksausschuss dem nicht die Fraktionen nachgekommen sind. Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass diese Möglichkeit nur den Mitgliedern der Grundstückskommission und zwar auch nur 5 Tage vor dem entsprechenden Ausschuss zur Verfügung stehen. Das ist nicht immer einfach, aber Stadtverordneter zu sein ist ehrenamtlich und in der Vergangenheit wurde öfters davon Gebrauch gemacht, aber natürlich haben wir vielleicht auch ein bisschen naiv geglaubt, dass wir alle Informationen im Ausschuss vorgestellt bekommen. Zumindest aus unserer Sicht ist das damals nicht ausreichend geschehen und wir haben aber dennoch wiederholt nachgefragt, ob es eine Möglichkeit gibt. Direkt nach der Stadtverordnetenversammlung im Dezember, als die Koalition ja nicht allein, also nicht zuletzt aufgrund dieses Themas zerplatzt ist und der Oberbürgermeister auch nochmal angeboten hat, in die Fraktion zu kommen. Wir hatten daher vorab auch nochmal um die 3 Konzepte gebeten und die Entscheidungsmatrix. Und als Antwort hieß es, dass unserem Wunsch nicht nachgekommen werden kann. Im Januar hatte ich auch nochmal darum gebeten, die Akten zumindest direkt bei der Verwaltung einzusehen. Anfang Februar hieß es dann eben, dass das auch nicht möglich ist, sondern nur diese 5 Tage vor der Kommission. Deswegen sehen wir da jetzt einfach die einzige Möglichkeit, nochmal Einblick zu erhalten. Und unser Anliegen ist insbesondere folgende Frage zu klären: Wie sind die Entscheidungskriterien und ihre Gewichtung für die Vergabe im Konzept zustande gekommen, wie wurden die eingereichten Konzepte nach den Kriterien bewertet, wie ist die Entscheidung des Auswahlgremiums erfolgt und wer hat die Mitglieder des Auswahlgremiums festgelegt. Wenn es nach uns geht, wäre es auch schön, wenn wir daraus gar keine lange Sache machen, also wenn man das auch in den nächsten Wochen eigentlich direkt einleiten könnte und Einblick erhält. Uns geht es da gar nicht darum, das irgendwie groß aufzublenden, sondern nur einfach schnell da auch nochmal Einblick zu erhalten.